Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 4 und zum Thema Methoden. Sie sehen eines der zentralen Themen auf der Themenleiste für Übungsblatt 4. Finden Sie auch überall auf dem Übungsblatt, zum Beispiel an dieser Stelle. Finden Sie aber auch in allen Klausuren, zum Beispiel hier in der Klausur vom Frühjahr 2020. Das sind ein paar Beispiele für Aufgaben, wo Methoden vorkommen. Das hier, das hier, das hier und das hier. Also Methoden ziehen sich auch durch die gesamte Klausur. Wir haben schon recht früh begonnen, mit Methoden herumzuhantieren, war eigentlich eine unserer ersten Angelegenheiten. Hier zum Beispiel diese einfache Methode Move, die nichts zurückliefert, die einfach nur etwas mit dem Roboter macht, auf den sie angewendet wird. Wir haben auch Beispiele gesehen, zum Beispiel hier Methoden, die etwas zurückliefern, in diesem konkreten Fall jeweils ein Int-Wert zurückliefern. Wir haben aber auch schon in einem anderen Video gesehen, wie man eigentlich Methoden implementiert in einem ersten Video zu Klassen. Hier sehen Sie nochmal zur Erinnerung die Klasse, die wir da implementiert hatten, myRobot statt Robot, mit den Attributen und mit den Methoden. Hier die Methode Move zum Beispiel und TurnLeft hatten wir auch dort implementiert. Hier sehen Sie noch ein paar Methoden, die mit Return Werte zurückliefern. Und wir haben auch gesehen, wie das aussieht, wenn wir Parameter in Methoden haben wollen, wie zum Beispiel hier. Einfach wie bei Variablen oder bei Attributen, zuerst der Typ und dann der formale Name. Wenn wir mehrere Parameter haben, dann durch Komma voneinander getrennt. Auch das haben wir schon gesehen. Was wir hier sehen ist, dass eine Methode, wir wissen ja, die Methoden einer Klasse dürfen auf die Private-Teile der Klasse, also die Private-Attribute und die Private-Methoden zugreifen, hier konkret Private-Attribute. Was wir an dieser Folie sehen, ist, dass das nicht nur beschränkt ist auf das Objekt, mit dem die Methode aufgerufen wird, sondern so wie hier mit OtherRobot auch auf andere Objekte derselben Klasse. Auch da darf eine Methode auf die Private-Anteile zugreifen. Wir haben auch gesehen, was passiert, wenn ein Parameter von einem Referenztyp ist, wenn also eine Referenz übergeben wird beim Aufruf einer Methode. Das sehen Sie hier. Intern in der Methode copy hieß dieser Robot OtherRobot, eine Referenz. Der Parameter ist schlicht und einfach eine Referenz, die auf dasselbe Objekt verweist wie die Referenz, mit der wir die Methode copy aufrufen. Und dieses OtherRobot ist schlicht und einfach nichts anderes als, kann man sich so vorstellen, eine lokale Variable, die innerhalb der Methode copy existiert, mit der man dann dasselbe Objekt ansprechen kann wie außerhalb mit myRobot. So, jetzt kommen wir auch dazu, wie wir das eigentlich nennen wollen, was wir eben gesehen haben. Von außen mit myRobot ansprechen, von innen mit OtherRobot ansprechen. Der Begriffsapparat dazu, die Begrifflichkeiten dazu lauten formaler und aktueller Parameter. Wir haben formale Parameter in der Definition einer Methode. Und wenn wir die Methode aufrufen, haben wir die aktuellen Parameter. Sie sehen hier nochmal, die Typen müssen nicht übereinstimmen, sollten nicht hundertprozentig übereinstimmen, müssen natürlich konsistent sein, müssen aber nicht hundertprozentig übereinstimmen, sondern müssen entsprechend konvertierbar sein. Und Sie sehen auch die aktuellen Parameter beim Aufruf der Methode, die können auch beliebig kompliziert sein, während die formalen Parameter nach Schema F gehen müssen. So kann man sich das dann vorstellen. Wieder mal skizzenhaft, wir haben hier diese Methode M, die wird aufgerufen hier unten rechts. Und was dann passiert, wissen wir im Prinzip schon, nämlich der Stackpointer wird um einen gewissen Betrag weitergesetzt. Da kommt dann ein Frame für die Methode M auf den Callstack hinauf. Und was wir bis jetzt noch nicht betrachtet haben, aber uns jetzt hier ansehen, ist, dass für jeden formalen Parameter dann tatsächlich entsprechend großer Platz reserviert wird auf dem Frame. Wir hatten schon vorher die Rücksprungadresse und die Referenz, mit der die Methode aufgerufen wird. Jetzt sehen wir noch weitere Bestandteile des Frames, nämlich die formalen Parameter. Und Sie sehen die übliche Einteilung hier.
Das Double D ist schlicht und einfach, wie immer bei primitiven Datentypen, ist einfach eine Speicherstelle mit einem gewissen Offset von dem Anfang dieses Frames, an der dann jederzeit das Programm den Wert von beim Aufruf von D, also das, was hier 3 plus 4 mal 2 ergibt, diesen Wert abgreifen kann. Und genauso dieser Parameter hier von einem Referenztyp ist wie üblich einfach die Adresse. Und dort können dann die Attribute und die Methoden verwendet werden. Und Sie sehen auch hier nochmal dieses D hier, der formale Parameter D, und dieses Attribut klein d von Klasse groß X ist eine zufällige Namensgleichheit, die aber nichts bedeutet. Es sind völlig unterschiedliche Speicherstellen. Hier nochmal die Situation, wie wir sie eben schon mal hatten, mit OtherRobot und MyRobot. Innerhalb der Methode und außerhalb der Methode zwei Referenzen. Der formale und der aktuelle Parameter sind zwei Referenzen, die auf dasselbe Objekt verweisen. Jetzt eine ganz kleine Veränderung von diesem Bild. Nun geht es nicht mehr darum, dass die Methode eine Referenz als Parameter bekommt, sondern dass sie eine Referenz, hier sehen Sie gelb unterlegt, dass sie die zurückliefert. Und was wir hier zunächst mal feststellen ist, wir machen keine großen Umstände, wir geben diesem neuen Objekt gar keinen Namen, wir richten gar nicht erst eine Referenz ein, die auf diesen Robot verweist, sondern wir sagen gleich Return New Robot. Und das ist hier im Prinzip angedeutet. Natürlich wird irgendwo die Adresse gespeichert von dem neu eingerichteten Objekt, damit sie zurückgeliefert werden kann. Das ist hier angedeutet und der Larry hier außerhalb, der bekommt dann durch das Return und durch die Zuweisung hier Robert Larry gleich Demo.m bekommt er dann diese Adresse zugewiesen. So, wir hatten uns auch schon angeschaut für Klasse Robot, MyRobot, für die davon abgeleiteten Klassen, dass jedes Objekt einer Klasse noch ein weiteres anonymes Attribut hat, auf das wir nicht zugreifen können, das wir auch nicht verwenden müssen, also wir brauchen es nicht, das für Methodenaufrufe aber extrem wichtig ist, nämlich ein weiteres Attribut von jedem Objekt dieser Klasse einmal auf Daten, die zu dieser Klasse gehören. Was sind das für Daten? Verschiedene Daten, was uns interessiert hier in diesem Abschnitt. Wir reden ja hier über Methoden in diesem Video. Was uns interessiert, ist die Methodentabelle. Und anhand dieser eher nur illustrativ gemeinten Klassen X und Y, kann man sich das nochmal klar machen, was wir uns vorher an Robot und davon abgeleiteten Klassen klar gemacht haben. Nämlich, wenn ich in der Klasse X sind zwei Methoden M1 und M2 definiert, jeweils in der Methodentabelle einen Eintrag mit entsprechender Adresse der Methodenimplementation. Und hier sehen Sie die drei verschiedenen Fälle, die bei der Ableitung einer Klasse Y von X sein können. Entweder vererben, M1 ist einfach vererbt worden, oder überschreiben, M2 ist nochmal in Y implementiert worden, oder eine weitere Methode, M3, die in Y hinzugefügt wird, die in X noch nicht da war. Und dann können wir, das ist dann der Fall, der interessant ist. Natürlich gibt es auch die Fälle, dass statischer und dynamischer Typ X sind oder dass statischer und dynamischer Typ Y sind, also beide gleich. Der interessante Fall ist natürlich der, dass sie ungleich sind. X hat nur die Methoden M1 und M2, nicht M3. Deshalb darf mit einer Referenz vom Typ X nicht die Methode M3 aufgerufen werden, sondern nur die Methoden M1 und M2. Und wenn M1 aufgerufen wird, M1 ist von X an Y vererbt worden, dann wird eben die einzig existierende, die Implementation in X eingesetzt, aufgerufen, ausgeführt. Und M2 wurde in X, aber auch nochmal in Y überschreibend definiert. Da, wie wir das eben im Schema gesehen haben, wird dann die Implementation von Y gewählt. Und hier sehen Sie jetzt die Situation, warum
dass eigentlich wichtig ist, dass tatsächlich über eine Referenz der Klasse X nur Methoden aufgerufen werden können, nur Methoden angesprochen werden können, die wirklich in Klasse X schon definiert ist. Ja, dieser Fall, ist, den Sie hier auf der Folie sehen, ist natürlich hypothetisch, nur illustrativ, aber stellvertretend für unzählige Situationen in Abermillionen von Java-Programmen. Wir haben also eine Referenz der Basisklasse und je nach konkreter Situation kann der dynamische Typ dieser Referenz sehr unterschiedlich sein. Kann entweder in unserem kleinen Beispiel mit Basisklasse X und abgeleiteter Klasse Y, kann es also X oder Y sein. Und der wichtige Punkt ist hier, dass zu verschiedenen Programmläufen immer hier etwas anderes herauskommt. Entweder das A auf ein Objekt der Klasse X oder das A auf ein Objekt der Klasse Y verweist, aufgrund von unvorhersagbaren Umständen. Ja, wir wissen ja nicht, ob das Programm jetzt bei abnehmendem Mond läuft oder nicht, oder es läuft vielleicht immer wieder und mal ist es bei abnehmendem Mond und mal nicht. Das heißt also, es ist sehr problematisch, hier vielleicht zu erlauben, dass hier unten dann M3 aufgerufen werden kann, denn mal existiert diese Methode M3, nämlich wenn A auf ein Objekt von Typ Y verweist und mal wiederum, wenn der Mond abnehmend ist, existiert diese Methode gar nicht. Ja, das M2 auf dieser Folie aufzurufen, das ist kein Problem, M1 genauso wenig, aber M3 geht überhaupt nicht. Denn immer wenn der Mond abnehmend ist, würde diese Methode M3, die wir da unten vielleicht aufrufen, gar nicht existieren. Und Sie sehen jetzt hier auch nochmal, Sie sehen es nicht wirklich, aber hier vielleicht doch nochmal erwähnt den Unterschied. In dem Fall, dass der Mond abnehmend ist, wird hier die Methodenimplementation natürlich von X aufgerufen und im anderen Fall dann die von Y. Themenwechsel, immer noch Methoden, aber jetzt innerhalb von Methoden ein anderes Thema. Wir hatten schon Objekt- und Klassenattribute. Klassenattribute hat man daran erkannt, dass ein Static vor der Definition stand. Genau dasselbe haben wir jetzt auch bei Methoden und auch dann ziemlich analog in den Konsequenzen. Klassenmethoden sind solche, bei denen ein Static vorneweg steht. Und hier sehen Sie schon die wichtigste Konsequenz aus Klassenmethoden, wenn also eine Methode mit Static als Klassenmethode definiert wird. Sie darf auf die Objektattribute dieser Klasse nicht mehr zugreifen. Hier ist nochmal alles in Übersicht, was eine Klassenmethode darf und was sie nicht darf. Also mit Objektattributen darf sie nicht zugreifen, haben wir eben auf der letzten Folie gesehen. Und sie darf konsequenterweise auch nicht dann auf Objektmethoden, also auf Methoden derselben Klasse, die nicht static definiert sind, zugreifen. Die darf sie nicht aufrufen. Das wäre ja sonst widersinnig, denn Objektmethoden ihrerseits dürfen natürlich weiterhin auf die Objektattribute zugreifen. Und wenn jetzt die Regel ist, dass man von einer Klassenmethode aus nicht auf die Objektattribute zugreifen darf, na, dann kann es nur konsequenterweise so sein, dass dann eine Objektmethode auch nicht aufgerufen werden darf. Wenn man das, was hier rot unterlegt ist, versucht, dann wird der Compiler meckern und den Code nicht übersetzen. Klassenattribute gehen, also Sie sehen hier, dass beides, Klassenattribute und Klassenmethoden, die Konzepte sehr eng miteinander verknüpft sind und andere Klassenmethoden aufrufen geht auch. Da ist man innerhalb von Klassenattributen und Klassenmethoden innerhalb dieser Welt und kommt nicht heraus in die Welt von Objektmethoden und Objektattributen. Warum macht man das Ganze? Weil man gerne Methoden haben möchte, die eigentlich völlig unabhängig von irgendeinem Objekt der Klasse sind, wo man, genauso wie wir es bei Klassenattributen gesehen haben, einfach nur den Klassennamen vorneweg schreiben muss, um diese Methode aufzurufen. Hier vielleicht noch ein ganz kurzes Detail, das immer wieder zu Missverständnissen führt, deshalb habe ich das hier mit aufgeführt. Also, eine Methode M2 hier, die als Klassenmethode definiert ist durch Static, die darf nicht auf das eigene Objekt zugreifen, denn wie wir eben auf der letzten Folie gesehen haben, muss dieses eigene Objekt ja gar nicht existieren. Stattdessen kann die Methode aufgerufen sein, statt mit der Referenz auf ein Objekt kann sie aufgerufen sein mit dem Namen der Klasse. Wenn ich aber hier diese Situation habe, beispielsweise, dass ein
formaler Parameter von dieser Klasse hier beim Aufruf übergeben wird, dann ist es kein Problem. Ja, das gibt überhaupt keinen Grund, das zu verbieten. Da gibt es keine Lücke im System, also ist es auch nicht verboten. Analog wie bei Klassenattributen, dort haben wir es auch schon gesehen, kann man auch mit ImportStatic dafür sorgen, dass eine Klassenmethode, wie hier der Sinus aus der Klasse Math, einfach so dann weiterverwendet wird, wie Sie das auch aus der Mathematik kennen, nämlich einfach Aufruf ohne einen Klassennamen, ohne einen variablen Konstantennamen vorneweg. So, ein Detail müssen wir hier noch nachtragen zu Enumerationen. Den hatten wir zwar kurz angesprochen, aber nicht wirklich diskutiert. Warum sind alle Enumerationen in Java abgeleitet von der Klasse Enum, also von einer Klasse abgeleitet? Weil diese Klasse Enum schon ein paar nützliche Werkzeuge zur Verfügung stellt, die jetzt hier in einer Enumeration verwendet werden können. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Klassenmethode Values, und wenn wir dort eine Enumeration vorneweg schreiben, also für jede Enumeration ist diese Klassenmethode Values schon vordefiniert. Die liefert ein Array zurück mit allen, in diesem Fall 7 Objekten, die hinter diesen 7 verschiedenen aufgezählten Werten da stehen. Und wir können die übliche Notation anwenden, um durch dieses Array durchzugehen. Und hier, wenn wir dann auf den jeweiligen Wochentag, also die einzelnen Elemente des Arrays, jeweils noch eine weitere Methode, jetzt eine Objektmethode namens Name an. Und was die jeweils zurückliefert, ist genau der String, das, was Sie oben als Identifier sehen, jetzt als String. Und das wird dann hier in diesem Beispiel, in dieser Folie, dann eben auf dem Bildschirm ausgegeben. Das Array sollte ich vielleicht noch nachtragen, was durch Values zurückgeliefert wird. Das hat dann an Position 0 eben das Objekt für den Sonntag, an Position 1 das Objekt für den Montag und so weiter. Und auf dieses Objekt angewandt, Methode Name, liefert dann tatsächlich Sunday als String, Monday als String und so weiter und so fort. Nochmal Themenwechsel innerhalb von Methoden. Hier nur ganz kurz angesprochen, ist jetzt nicht weiter wichtig, nur zur Vervollständigung, wird selten verwendet, aber wenn, manchmal ist es ganz nützlich, nämlich, dass Sie hier einfach Double Punkt 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 beispielsweise angeben können. In sehr beschränkten Möglichkeiten können Sie die Anzahl der Parameter offen halten. Hier sehen Sie ein einfaches Beispiel dafür. Es geht auch ein bisschen komplizierter, dass noch weitere Parameter neben A dann in Max drin sein könnten. Aber das ist so jetzt das konstituierende Beispiel, das zeigt, worum es bei der ganzen Sache geht, ohne dass man da noch irgendwelche zusätzlichen Sachen hat, die nur die Sache unnötig verkomplizieren. So, was Sie hier sehen ist, dass wenn ich das hier so schreibe, Doppelpunkt, Punkt, Punkt A, dann bedeutet das, ich kann erstmal eine beliebige Anzahl von Double-Werten eingeben hier unten. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt 6 Werte einzugeben. Und die kommen an als ein Array der Länge 6, den ich dann ganz normal durchgehen kann. Hier in diesem Beispiel, wie der Name der Methode schon sagt, max, wird das Maximum aus allen Array-Elementen intern in der Methode max. Das heißt also konkret das Maximum aus den übergebenen Werten berechnet. Ja, hier könnte ich ein Element angeben, ich könnte auch 357 Elemente, Parameter angeben. Das ist vollkommen egal, der Mechanismus ist immer derselbe. So, jetzt kommen wir zu grundsätzlichen Betrachtungen nochmals. Kopf einer Methode, das ist das, was nach außen hin wichtig, relevant, sichtbar ist. Und Sie sehen hier im Prinzip schon, was das ist. Die Zugriffsrechte, public, private, protected oder unbenannt, static oder nicht static, Rückgabetyp oder void, Name der Methode und Parameterliste. Diese Methode hier sollte Ihnen bekannt vorkommen.
Das ist die in so ziemlich jeder Java-Entwicklungsumgebung ist das die Hauptmethode, von der man aus, wenn die, man die in einer Klasse implementiert hat, sodass man, wenn man mit der Klasse diese, das, die, den, das Programm startet, dass dann diese Methode main angesteuert wird, aufgerufen wird und von da aus läuft dann das ganze weitere Programm ab. Hier nur zur Vollständigkeit habe, wir werden uns später damit befassen, dass es noch einen weiteren Punkt gibt in dem, im Kopf einer Methode nach der Parameterliste und bevor der Rumpf, also die Anweisungen beginnen. Das lassen wir hier aber bis auf Weiteres aus, bis wir dann tatsächlich zu Exceptions kommen. Noch JavaDoc dabei. Wir haben schon JavaDoc gesehen für ganze Dateien, dass man oben am Anfang der Datei Autorenname und Versionsnummer und was auch immer alles angeben kann. In dieser Notation, die Sie auch auf dieser Folie sehen, Schrägstrich, doppelter Stern und abgeschlossen mit Stern, Schrägstrich, ist ein JavaDoc-Kommentar. Und mit solchen Zeilen, wie wir sie hier sehen, können Sie jeweils sagen, es gibt einen Parameter X, einen Parameter Y und das ist Rückgabe. Und wenn Sie das Ganze dann durch JavaDoc durchlaufen lassen, dann bekommen Sie eine HTML-Datei, in der die Kommentare schön übersichtlich formatiert sind. Also nicht nur einfach dastehen, wie man das im Quelltext hätte, sondern richtig schön formatiert. So, hier nochmal zur Übersicht, was ist der Kopf einer Methode? Wichtig ist hier vielleicht noch, dass es unwichtig ist, ob hier Public Static oder Static Public steht und Vorgriff, dass es unwichtig ist, in welcher Reihenfolge die Exception dann dastehen. Dass es aber auf der anderen Seite sehr wichtig ist, ja, Sie haben einen anderen Methodenkopf, wenn Sie zwar dieselben Typen der Parameter haben, dieselbe Anzahl, dieselben Typen, aber in anderer Reihenfolge. Darauf müssen wir dann achten. So, dann kommen wir nämlich vom Kopf der Methode auf ein wichtiges Grundkonzept, die Signatur einer Methode. Das ist das, was sozusagen wichtig ist für Dinge, auf die wir zu sprechen kommen, für Überschreiben einer Methode, für Überladen einer Methode. Werden wir gleich im Detail sehen. Hier nur mal ganz kurz, was ist die Signatur einer Methode? Das ist von Sprache zu Sprache durchaus ein bisschen unterschiedlich. In Java ist die Signatur einer Methode der Name dieser Methode. Da ist auch der gesamte vollqualifizierte Name eigentlich drin, also mit Klassennamen und mit Pfadnamen. Und die Parameterliste, wie wir sie gesehen haben, die geordnete, Betonung auf geordnete Sequenz der Typen der Parameter. So, wir kommen also zu Überschreiben und Überladen. Zuerst zu Überschreiben. Ich habe ja gesagt, für Überschreiben und für Überladen ist die Signatur wichtig, um ausdrücken zu können, um kurz und bündig ausdrücken zu können, was möglich ist und was nicht möglich ist. Hier sehen Sie prinzipiell, was bei Überschreiben einer Methode erst einmal die Einschränkung ist, nämlich dass die Signatur exakt gleich sein muss. Das ist nicht in jeder Sprache so. In Java ist es so, die Signatur muss exakt gleich sein. Die anderen Bestandteile können variieren, aber nur nach gewissen Regeln, die wir uns jetzt hier anschauen. Zum Beispiel die Zugriffsrechte. Die Zugriffsrechte dürfen nur immer weniger einengend sein. Das heißt also, wenn beispielsweise in der Basisklasse die Methode private ist, dann darf sie in der abgeleiteten Klasse protected sein, die überschreibende Implementation, aber das darf nicht umgekehrt sein. Wenn sie in der Basisklasse protected ist, dann darf sie nur protected oder public sein, aber nicht private oder umbenannt. Bei Rückgaben ist es auch so, dass sie einen Subtyp, also wenn sie beispielsweise x haben als Basisklasse und y davon abgeleitet, dann darf eine Methode in einer Basisklasse x zurückliefern und in der abgeleiteten Klasse darf sie dann die überschreibende Methode darf sie dann y zurückliefern. Exception-Klassen, hier nur wieder auch nur der Vollständigkeit halber, werden wir hier nicht weiter thematisieren, sondern erst später. So, wie ist das mit Klassenmethoden?
Klassenmethoden werden an Subtypen vererbt, so haben wir das ja eben mit Enum gesehen. Sie können aber auch eine Klassenmethode, dieselbe Klassenmethode auch, also mit derselben Signatur dann im Subtyp definieren. Aber hier ist es so, weil sie ja gar nicht unbedingt ein Objekt haben müssen bei einer Klassenmethode, beim Aufruf einer Klassenmethode, ist es von vornherein vollkommen sinnlos zu sagen, wie bei Objektmethoden, die gewählte Implementation richtet sich nach dem dynamischen Typ, denn wenn gar kein Objekt da ist, gibt es auch keinen dynamischen Typ. Also die einzige Möglichkeit ist nach dem statischen Typ. So, das waren die Regeln zum Überschreiben von Methoden. Jetzt kommen wir zum Überladen von Methoden. Das ist genau umgekehrt. Beim Überschreiben der Methode war es so, die überschriebene und die überschreibende Methode müssen dieselbe Signatur haben, sonst erkennt der Compiler nicht oder will es nicht erkennen, dass beide Male dasselbe gemeint ist. Und bei Überladen müssen die Signaturen unterschiedlich sein. Überladen heißt ja, dass ein und derselbe Name der Methode mehrfach vorkommt, also mehrere Methoden denselben Namen haben. Und wenn die Signaturen unterschiedlich sein müssen, aber denselben Namen haben, heißt es, dass die Parameterlisten unterschiedlich sein müssen. Hier ein kleines Beispiel dazu für unterschiedliche Parameterlisten bei demselben Namen. Sowas geht alles, denn die Signatur ist ja jeweils unterschiedlich. Noch eine kleine Feinheit dabei: beim Aufruf können solche Situationen entstehen, wie hier unten rechts rot unterlegt. Also hier ist noch alles, oben links ist alles okay. Sie haben zwei verschiedene Methoden mit unterschiedlichen Signaturen. Die Parametertypen sind zwar dieselbe, aber die Reihenfolge ist unterschiedlich. Hatte ich ja gesagt, Betonung liegt auf geordnete Sequenz der Parametertypen. Die Reihenfolge ist wichtig. Und das ist hier noch in diesen beiden Beispielen, die grünen unterlegt sind, kein Problem. Aber bei diesem roten Beispiel haben wir das Problem, sowohl die erste Methode M als auch die zweite Methode M würden auf diesen Aufruf passen und zwar gleichermaßen gut passen. Es gibt keinerlei irgendwie geartete Präferenzregel. Das heißt also, es ist nicht eindeutig, welche dieser beiden Methoden aufgerufen werden soll und deshalb ist das auch von vornherein verboten in Java. So, nochmal ein Themenwechsel. Wir kommen zu Konstruktoren nochmal. Haben wir schon gesehen, bei unserer Nachimplementation von MyRobot haben wir auch diese Regeln gesehen, dass auch kein Void dasteht und dass wir einen Konstruktor daran erkennen, dass exakt mit Groß- und Kleinschreibung der Name des Konstruktors auch gleich der Name der Methode ist. Und wir wollen jetzt hier nochmal eine gewisse Flexibilität uns anschauen, die wir bisher noch nicht angeschaut haben. Bis jetzt war es so, immer wenn Sie ein Attribut oder eine lokale Variable als final definieren, dass Sie sofort innerhalb dieser Definition auch initialisiert wird, weil sie danach ja nie wieder verändert werden darf. Das ist bei Attributen von Klassen ein bisschen flexibel gehandhabt. Es ist möglich, wie bei lokalen Variablen, beziehungsweise wir reden ja jetzt von Konstanten, nicht mehr von Variablen, es ist möglich, wie bei lokalen Konstanten sofort zu initialisieren. Dazu hatten wir auch schon Beispiele gesehen. Es ist aber auch möglich, so wie Sie es auf dieser Folie sehen, das nicht zu machen, sondern an den Konstruktor zu delegieren. Oder eben an mehrere Konstruktoren, wie Sie es hier sehen. Ja, das dann muss, wenn Sie, wie eben auf der Folie, diese Objektkonstante nicht tatsächlich gleich initialisiert haben, dann muss in jedem einzelnen Konstruktoren dürfen natürlich auch überladen werden, nach denselben Regeln, dann muss in jedem einzelnen Konstruktor genau eine Zeile, wie diese hier stehen, in der diese Konstante tatsächlich initialisiert wird und die darf dann nie wieder verändert werden. Was das alles heißt hier mit dem Calendar, Get Instance und so weiter, das sehen Sie genauer nochmal ausgeführt in den Folien, auf die hier wie üblich in der rot-gelben Wolke verwiesen wird. Hier sehen Sie nochmal ähnlich gelagertes Beispiel wie eben bei einer normalen Objektmethode, kann der Konstruktor auch eben überladen werden.
So, wie ist das jetzt? Wir haben schon Klassen gesehen, die keinen Konstruktor definiert haben. Haben auch ganz kurz schon angedeutet, was das für Konsequenzen hat. Nämlich, oder ich sollte es so rumformulieren, es gibt keine Klasse in Java, die keinen Konstruktor hat. Wenn bei der Implementation der Klasse kein Konstruktor definiert wird, dann, wenn der Compiler das übersetzt, dann fügt er einen neuen Konstruktor pro forma hinzu. Pro forma heißt, der Konstruktor hat keine Parameter, er hat keine Anweisungen und das heißt, er macht eigentlich nichts, aber wir schreiben ihn dann mit new eben auch mit einem leeren Klammerpaar hinten ran. Das ist wichtig, insbesondere bei Vererbungen, denn wenn wir in der abgeleiteten Klasse, wenn wir da keinen Konstruktor schreiben, dann kann es aber trotzdem sein, dass die Basisklasse einen Konstruktor hat und der muss ja irgendwie aufgerufen werden. Wir haben immer gesehen, wie das aussieht, nämlich im Konstruktor der abgeleiteten Klasse mit super aufgerufen. Das geht aber nicht, wenn wir in der abgeleiteten Klasse keinen Konstruktor definieren. In dem Fall wird dieser Konstruktor, der zusätzlich hinzugefügt wird, vom Compiler, da wird dann noch Code zusätzlich eingesetzt, der den Konstruktor mit leerer Parameterliste von der Basisklasse aufruft. Falls die Basisklasse keinen Konstruktor mit leerer Parameterliste hat, dann gibt es dann eben doch wieder eine Fehlermeldung vom Compiler, es wird nicht übersetzt. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, einen Konstruktor mit leerer Parameterliste zu haben in einer Klasse. Entweder wir definieren den ganz normal oder wir definieren gar keinen Konstruktor, dann wird er uns vom Compiler hinzugefügt. So, wichtiger Punkt ist dabei, im Gegensatz zu anderen Methoden, zu anderen Objektmethoden sollte ich genauer sagen, zu anderen Methoden. Bei Klassenmethoden ist es ja auch so, aber sieht ein bisschen anders aus, wie wir eben gesehen haben. Im Gegensatz zu anderen Methoden werden Konstruktoren nicht vererbt und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass das nicht passiert, denn sonst könnten wir in der abgeleiteten Klasse ja einen Konstruktor der Basisklasse verwenden, um ein Objekt der abgeleiteten Klasse zu konstruieren, zu initialisieren. Und die Anteile, die Attribute beispielsweise, die in der abgeleiteten Klasse zusätzlich zur Basisklasse vorhanden sind, die würden dann ja damit nicht initialisiert, weil der ererbte Konstruktor der Basisklasse ja Attribute, die erst in der abgeleiteten Klasse hinzugefügt worden sind, überhaupt nicht kennt. Ja, also es würden von der abgeleiteten Klasse Objekte entstehen, die nur teilweise initialisiert sind, nämlich nur den Teil von der Basisklasse. Und das kann natürlich nicht gut sein. Zur Abrundung des Themas Konstruktoren dann noch die Klassen, die statische Static-Variante. Wir haben bis Konstruktoren. Die sind typischerweise dafür da, um die Objektattribute zu initialisieren. Das ist nicht der einzige Grund, warum man Konstruktoren implementiert, aber sicherlich der Hauptgrund. Aber was ist jetzt mit Klassenattributen? Die kann man ja eigentlich in einem Konstruktor nicht sinnvollerweise initialisieren. Also vor allem, wenn sie auch noch final sind, das heißt also, wenn sie vor allem anderen initialisiert werden müssen, dafür gibt es dann noch eine Variation des Konstruktors, den Sie hier sehen. Der sieht genau so aus, ohne alles. Da gibt es auch keine Parameter und nichts, einfach nur das Schlüsselwort static vor dem Rumpf. Und dort drin können Sie dann auch Klassenkonstanten der Klasse, die initialisieren, lange bevor irgendein Konstruktor für irgendein Objekt aufgerufen wird. Also dieses Static wird sofort, im Prinzip können Sie sich vorstellen, stimmt nicht vielleicht hundertprozentig, aber im Prinzip können Sie sich vorstellen, es wird sofort bei Aufruf des Programms ausgeführt.